Servus. Grüß dich. Schon lange her, dass ihr uns wieder mal gesehen habt auf YouTube. Jetzt ist wieder mal Zeit geworden. Kurz vor Weihnachten haben wir es wieder mal geschafft, dass wir ein Video ausschnalzen. Und Hans, was für ein Video ist das jetzt? Party Nummer. Wir haben jetzt. Boah, das ist aber schon wieder lang aus. 26. April war das der Videodreh 26. Ja, das ist ja ungeil. Da werden die Fans eh schon alle zappeln, ne? Nummer 27 ist heute. Das haben wir heute, 27. Den 27. zum 27. Ja. Und den 26. zum 27. Oh Gott, das ist viel. Was ist da los? Was ist denn da los? Schicksal. Da Vinci Code ist das. Leonardo da Vinci. Auf jeden Fall ist das die 27. Vorführung. Ja. Und bei der 26. Vorführung war der Mann nicht dabei. Da haben wir einen Ersatzmann gebracht und der will uns das jetzt erklären, was da genau angehen will. Also? Es ist nichts passiert, ich habe mir zwei Wirbel gebrochen und habe leider nicht auf den Lambert gefahren können. Ich glaube, zu dem Tag war ich da schon daheim oder bei einem Krankenhaus gelegen. Ich kann es gerade gar nicht mehr sagen. Es ist ja, wie gesagt, schon. Ja, ich war raus. Thomas, ja. Ja, das ist die offizielle Version bei diesem. Also offizielle Version, ich bin gestürzt. Gestürzt? Stolpert einfach. Also er hat sich dran mit den Nutten angelegt und er hat sich zwingen und dann eingeschlagen auf ihn. Also, da ist die Wirbel wo. Also. Passiert, aber jetzt ist er wieder da. Kopfform. Ja. Es ist gut ausgegangen, wie gesagt. Ich bin wieder dabei. Ich bin wieder frisch und montag bereit für die Lampatte, das ist das Wichtigste. Ja, wie gesagt, unser Thema heute, wir haben schon mal eine Runde vorher gemacht mit einem Spiel und ja, wir haben ein neues Spiel auf unserer Lampatte. Das heißt Age of Mythologie. Das ist erst gerade rausgekommen. Wann ist denn das rausgekommen? September, oder? September ist rausgekommen, ja. Ja, jetzt von kurzem einmal. Und davon hat es natürlich, das, was jetzt rausgekommen ist, ist ein Remake im Prinzip. Das heißt Reloaded. Age of Mythologie Reloaded, weil die Originalversion hat 2003 gegeben, oder 2002, wenn man es genau nimmt, da hat es schon die erste Version davon gegeben und es ist im Prinzip nichts anderes wie Age of Empires, kommt von der gleichen Firma, glaube ich, oder? Gleiche Firma, aber besser, viel besser. Ja. Die haben eigentlich alles verbessert, das Ganze. Ja, das war es irgendwie ein wenig bei Age of Empires angeht, beim 4er, beim neuen aktuellen. Und es macht ziemlich viel Spaß, ja. Wir haben harte Schlachten hinter uns und ja, der Hans, der hilft uns da nicht ganz. Also, das muss ich euch jetzt der Hans erklären, wie sein Spielablauf ist, ja, in dem Spiel. Also, unglaublich. Also, wir drei da, wir kommen nicht zurecht und der Mann trumpft dann mit seinen Viecher auf. Also, Hans, Viecher. Naja, wie rennt das ab? Ich hab das an meine eigene Taktik. Ich meine, das redet so von Mauern und Mauern. Ich weiß nicht, wie man das baut, ich keine Ahnung. Ich nehme lieber die Ressourcen her und baue meine riesen Titanen. Die kommen natürlich immer zum Schluss hier zum Spiel. Das heißt, ich darf halt nicht als erstes angegriffen werden, weil sonst ist das Spiel kein für mich, aber ich habe eine super Unterstützung für euch, weil. Also kann ich mich konzentrieren. Also wir beißen sich die Zentren aus, der Gerry zum Beispiel und ich, und wir sind an der Front oder der Meier. Und er ist immer da hinten das Ganze. Ja, nein, wenig, ich warte, ich gehe was drin, das ist ja wurscht, das ganze Prozess, ja. Wir kennen mal, Gott. Wir fighten bis zum Letzten. Genau, wir kommen über zum Kämpfen, dass wir überleben und dann haben sie. Aber wenn ich komme mit meinen Titanen, gell, dann wird da gescheit zusammengemacht auf den Wiesen. Ja, da hat er genug Zeit gehabt. Da habe ich genug gehabt, da habe ich einen Kuchenbocken, was weiß ich, oder was in meinem Mund. Backe Kuchen, ja. Dann rumpft er auf mit seinen fetten Dinger. Ja, genau. Aber, wie gesagt, super Spiel. Das könnt ihr euch auch anschauen. Das ist ein tolles Multiplayer-Spiel. Ja. Das schon, ja. So ungefähr, ja. Das sage ich, ja. So, sind ja nur aktuelle Spiele rausgekommen. Besonders jetzt gerade das Space Marine 2, das Ganze ist rausgekommen. Das ist ja eigentlich Ego-Spec-Betitel, das Ganze. First Person. Ja. First Person, okay. First Person. Und du kannst viel ballern, das Ganze. Da musst du wirklich viel ballern, bevor du das Zeug hältst, das Ganze. Da kommen so viele Viecher. Ja, das wird schon noch kennen. Ja. Warhammer. Spielst du alles aus dem Universum, ja, Warhammer. Warhammer 40 gerade. Hast das und ja, super Spiel. Brutal. Sehr geil.
Also ich weiß nicht, der Hans und der Meier werden es noch nicht gespielt haben. Anscheinend besser wie Helder, aber ich meine, ich kann mir es nicht vorstellen, aber ich muss es probieren. Der Singleplayer, die Kampagne ist ein Gemetzel und ja, ich habe schon durchgespielt. Mir taugt das. So wie Sans, das Sans war auch für super. Ja. Die Kampagnenzeit war so zwischen 15 und 20 Stunden. Und muss Hardcore die Grafik auch haben und natürlich die Menge von den Viecher, was da herkommt, die haben da ihre eigene Engine und ja, die können das sehr gut, wie sagt man da, die Massen, die was da auf die zukommen, das ist unglaublich, dass es bei einem kein Spiel geben wird, dass sie es da spielen können. Und ja, müsst ihr euch unbedingt einmal anschauen, oder? Auf jeden Fall. Unbedingt, ja. Aber so schwer kann es nicht sein, wenn es erst geschafft hat. Ja. Dann kann ich nur cheaten, oder? Nein, das sind ja so besondere Trainer, die was man da so irgendwie rennen lässt, der unendlich leben und dann schaff's sogar ich. Und dann ist wieder gut. Genau. Ich hab das in 4 Stunden durchgespielt. Da hab ich immer im Berg müssen und mir auch ein Finger alles gemacht. Nein, ich hab den F-Strand gedruckt und bin am Ende vom Leben. Ja, dann hast du nur in der Spiegel, gell? Großer Fahr, Ragnarok. Ragnarok. Ragnarok, ja, Ragnarok, Ragnarok. Ja, das ist ein Hammer, das Spiel. Die Story. So empfehlen das ganze Spiel. Weil da geht's um Odin, Thor. Du darfst nicht eins vergessen, das Gods of War ist eigentlich ein Exklusivspiel für die PSP. Ja. Und Ragnarök ist, hat ein Nächtel dauert, dass es jetzt für PC rausgekommen ist, wie das andere Gods of War. Ja, ich spiele es auf Konsole PS5. Ja. PS5, da haben sie es besser übersetzt. Das ist einfach eine Umsetzung, das Ganze für den PC gewesen. Ja. Und beim PC haben wir das Problem jetzt, die FSP. SPS, das Ganze, das ist sehr gering. Ja, es hat ein paar Bugs. Ich glaube, dass das vielleicht von einem aktuellen Treiber, aber keine Ahnung. Irgendwas braucht es ziemlich für FPS oder zum Teil unserer Einbrüche bei gewissen Situationen. Und das ist ein wenig zart. Das hast gescheit optimiert. Das hast du bei PS5 nicht, oder? Ja, Gashund. Ja, das ist eh klar, weil das ist einfach exklusiv-Titel für PSP und das haben sie auf die ganze Zeit. Das ist einfach Sonne, ja. Das, ja, das Spiel so im Film, weil du hast wirklich das Kämpfen, ist glaube besser als Assassin. Ja, ist toll. Ja. Ein Traum, auf jeden Fall. Gemetzel, keine Frage. Ist das sowas wie das Valhalla, was ich spiele? Ja, nur besser als Valhalla. Geht's auch um Geld und so. Wunderbar. Nein, also, du bist ja, nicht, ist du bist selber, ja. Du bist selber der Gott. Ja. Der Kratos. Ich bin sowieso. Ja. Du bist der Gott von dem Kuch da dran, der was da dran steht. Ja. Hör schon. Ja, mehr. Was gibt's nächstes in Japan? Also der Meier will uns auch noch was erzählen, der hat uns halt da so nebenbei was über Japan dazu, das haben wir zwar nicht glauben können, aber ja, soll ich selber dazu. Ja, wie gesagt, am 2. Oktober eröffnet das weltweit letzte Nintendo Museum in Kyoto. Und natürlich haben wir also eine 27. Lampe haben für den Mirami. Das schauen wir uns an, oder? Genau. Zum Abend einmal, oder? So wie wir auftreten, wir sonst gar nicht einladen. Mit der Chicken der Papa. Das ist eigentlich nicht so angekommen, aber deswegen brennt er nicht, was der. Ich will mit der Chica aufhören, aber irgendwie muss ich immer so mit Mondo. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, wenn einmal einer bei uns im Lotto gewinnt oder sowas, gönnen wir sich das vielleicht. Ein kleiner Ausflug. Ja, ein kleiner Ausflug. Ein Spritzflug. Flugkosten heutzutage sind ja nicht immer günstiger. Wahrscheinlich, ja. Mit einem neuen Elektroflieger dann, dann geht das. Ja, dann schauen wir sich dann mehr Sachen an. Gell, wenn du es so ganz einen Beamer gibt, dann machen wir das, oder? Ja, genau. Wenn wir schon beamen können. Dann sind wir 2 Stunden wieder zurück. In den nächsten 100 Jahren werden wir sicher Beamer existieren. Genau. Teleportieren. Star Trek. Das kommt übrigens nicht auf. Ja, das war es eigentlich schon wieder, oder? Hat was Wichtiges vergessen. Der Mann oder, hat so seinen 40er Kocknacker. Nein, Kognak. Bist du auch Kognakt, oder? Kognak steht drauf, aber es heißt Kognak. Exklusiv, ja. Ja, Kognak. Original verpackt. Und den kostet man jetzt, ja. Den müssen wir natürlich probieren, da können wir nicht raus. Und ja. Was kostet die Flaschen ungefähr? Hast du einmal nachgeschaut? Ja, die Flaschen kostet eigentlich 100,
46 und 190 Euro. Schenkst du den so viel Ego, gell? Ja. Nur das Beste, meine Freunde. Wahrscheinlich nur so einen Tropfen, wenn ich loslaufe. Ein Tropfen? Ja, so muss ich es einmal aufbringen. Also lass ich mir Zeit. Das haben wir gleich, das ist kein Problem. Also. Ja, lass mich sagen, als erstes muss ich mich auftragen. Was ist passiert? Sagst du in der Kamera? Er ist schon wegen öder, der ja, ist nicht gut noch drauf. Der ist nicht richtig gelagert. Ich glaube, das wird jetzt nicht. Nein, bin ich saugen. Ja. Jetzt tust du 200 Dollar Cognac, druckst die Gurken rein, weißt du? Das war jetzt wirklich eine reife Leistung. Die Pressung kannst du schon. Einmal durch sie, bitte. Na, geht schon, oder? Ja, kann ich den Film aber nicht verwehren. Ja, er sagt für seine Freunde also für nur das Beste. Nur Lackerl, gell? Das ist nur, dass die Pressung rausgekommen ist. Ja, genau. Ja, er lässt dann nicht wieder zurück. Achso, ist das der Männer? Ja. Der wird das wurscht. So einen feinen Tropfen, gell? Ja, ja, Hans will natürlich diesen Wurst. Ja, Party. War schon her. Richtig gut. Ja, schon. Der Korken oder der Korken? Na, Korken tut er nicht. Tut mir leid, ja. Aber zumachen kannst du jetzt nicht mehr, gell? Oh Gott, das muss ein Luftballon drüber spannen. Nein, ja, ja. Der ist voll schwach, der Schuppe. Das ist echt ein Holz, echt geil. Ja, können wir einen fetten Ring draus machen. Ja, Palettenring. Du denkst, es war natürlich, aber vielleicht ist er schon reingegangen. Ja, nicht, dass den Gurken jetzt auch noch. Ja, nicht, dass das Gold auch noch reinfällt. Ja, und du, die ganze Flasche. Scheiße! Wo ist am Boden? Warte mal, dann werden wir anstoßen. Dann sagen wir mal Danke, gell? Nein, nein, das ist ja ein bisschen weniger. Ja, das. Passt. Ja, Prost. Prost, Prost. Prost. Die heutige Lamparte. Lamparte. Einen guten Kocknack. Kocknack. Naja. Der hat schon so Alter. Der hat sicher so Alter. Der ist haben wir wenigstens gut desinfiziert. Ölig ist er was. Das schon, ja. Aber er schmeckt gut. Also. Boah, der kann man rein. Gerrit, das wird beim nächsten Kartenspiel Lagerung, glaube ich. Ja. Also meine Lagerung. Ich bleib beim Bier. Wir sehen uns dann beim Spülen. Bis später. Bis später. Ja, bitte. Ja, jetzt zeige ich einmal da, oder, wie das ausschaut an der Studio. Habt ihr noch nicht gesehen, glaube ich, oder? Ja, was ist das, oder? Ja, nicht schlecht, nur so zum Zandrängen. Da sitzen die Burschen. Das XO bedeutet, dass er 10 Jahre lang im Fass war. Also oh! Er war 10 Jahre alt. 10 ja. Jahre. Nur im Fassl. Das, denkt mal nach, das ist mal 10 Jahre erst erfasst gewesen. Und wie lange ist er schon in der Flasche? Weil er ist schon überall, wenn der Korken kurz aufdrückt. Ja, der Korken ist mal. Da sind er schon lustig drauf. Im Kocknack hab ich schon lang gemacht. Unglaublich, die zwei. So, was denn noch? Hier. Haben wir wieder mal ein Problem da? Ja, was hast du? Der Werner hinter mir. So hat wieder ein Problem mitgenommen. Und das steht da. Genau. Laptop reparieren. Also, bevor wir wieder zum Spülen kommen, müssen wir einen Laptop reparieren. Das geht so nicht mehr, aber wir bestellen jetzt sehr Pizza, gell, Meier? Sowieso. Hast du dir was Geiles ausgesucht? Zwiebeln an, Cevapcici. Jawohl. Hans? Ich hab dasselbe wie du, ich weiß nicht, was das ist. Achso, eine geile Cevapcici-Pizza. Ja, der Zahner ist sowieso nicht zusammen, dran stürme ich von ihm ein Stück. Ja, sowieso. Und der Gere? Schwere Entscheidung. Es gibt so viele gute Pizzas, ich muss nur entscheiden, was du willst. Ja, was ziehe ich, einen Brand oder? Ja, dann sucht er was aus. Hey, der will sicher, ja, ich weiß, was er will. Kocknackpizza. Kocknackpizza? Das ist sicher was Geiles für den Geri. Schaut er schon Breseln in seiner Flaschen? Auf jeden Fall eine Kocknackpizza. Das ist wenigstens gut, das Ganze. So wie was du Cocktail trinken tust, Ganze, ist die Pizza ja, auch du, gut. Statt der Basco tut er dann einen Cocknack drauf. Statt der Basco. Ja, genau. Dann weiß ich bestimmte Würze. Genau. Dann steht er da. Wo ist die Soße da? Gibt's keine Soße? Cocknack. Drüber Glas. Scheißegal. Ja. Ja, das müsst ihr euch vorstellen.
war ich da mit einem geilen Romantik-Hotel, ja. So eine geile Bar. Und ja, Cocktails, so ein fettes Bierchen. Und ja, ich suche mir da einen Cocktail aus. Lese, Cocknack. Geile nehme ich. Kommt keiner rein und sagt, ja, was wollen Sie? Dann sage ich, ja, krieg den Cocknack-Cocktail da. Dann schaust du mich an, hast du überhaupt nicht rausgekommen, was ich will? Was ich will? Und dann sage ich, ein Cocknack-Cocktail. Sie meinen einen Cognac. Ja, ja, super, da habe ich wieder mal so richtig blamiert. Also, Cognac, nicht Cocknack. Warum fliegst du jetzt auf Ägypten? Weil da gibt es so einen Scheiß sowieso nicht, da gibt es einen billigen Fusel. Ja, da gibt es schon was genauso, aber da verstehen sie mich nicht. Da hast du schon was sagen. Bist wahrscheinlich so da gesessen mit der Zigarren. Bitte, Cognac-Cocktail. Ich käme ihn. Und man muss ja dabei sein, die zwei Blonden da drin auch, gell? Ja. Check mal, die nehmen einen Cognac. Das war so eine geile Bidi-Aktion. Das war so ein Cognac. Oh, noch immer drauf. So, das war's der. Genau. Ich glaube, das ist nicht mehr. Also nebenbei wollte ich euch das noch mitteilen mit dem Schnauzer da. Das ist immer jedes Mal eine harte Arbeit. Wenn es dann zwei Wochen wachsen lassen. Also, jedes Mal, wenn wir eine Lammparty haben, zwei Wochen vorher wieder stehen gelassen. Da kommt, kann man was will. Wurscht. Also, extra für die Fans. Aber 2000 Like macht jeder einen Schnauzer, okay? Ich muss noch aufmalen, aber mir geht das nicht. Oder mehr hat der ganze Jahr. Ja, das ist kein Problem, ich brauche da drei Tage. Hans, so wie er jetzt hat, hat er gesagt, drei, vier Tage, dann ist er so weit. Ja, habe ich mehr schickt das bei dir schon. Gut, den Schnauz auf der Seite nach. Ja, mehr hat auf jeder Seite einen Schnauz. Stellt euch das einmal vor, jetzt sitzt ihr da im Scheiß aus, oder? Da suche ich. Das glaube ich mir. Fällt dir noch nichts, ey. Da denke ich mir einer, warum hat der Rasierschaum da herein? Hä? Rasierschaum? Was tue ich mit einem Rasierschaum am Scheiß aus? Dann schaue ich mal so genau und dann fällt dir da hinten ein Klopapier, aber irgendwo da hinten. Dann habe ich mir das einmal genau angeschaut. Dann steht da drauf, es ist kein Rasierschaum, sondern Buller Popo. Buller Popo, ja, das ist Popo-Creme vom Gary. Der sprüht sich seinen Arsch mit einem Rasierschaum voll. Interessant. Also, ich will es eins wissen: Der Rasierschaum da am Scheiß aus. Wie wird der jetzt benutzt? Ja? Ich habe kein einziges Klopapier gefunden. Ja? Also, erklär uns das einmal, wie das geht da. Tja, vorhin jetzt das Ganze. Nehmen wir jetzt die Decke an, das Ganze. Dann schrammst du das an. Dann kommt der Klobi aus. Und dann schrammst du das da unten auf. Ja, was ist das jetzt? Der Rasierschaum oder was? Ja, das ist wie ein Rasierschaum. Schraubst du so ein Popo auf? Ja, ja, schraubst du unten auf. Ich hab jetzt nicht mal. Schraubst du auf. Wir nehmen dieses drunter, schraub das herunter. Das ist eh schon gut. Nehmen wir das. Schüttel was drin, das ja super. Schraub das an, Hand, dann wird es vorbei. Tut mal einen Weg und dann funktioniert es. Aha. Das ist ja interessant. Also du hältst dann Rasierschaum auf aufs Klopapier und dann rasiert es in den Arsch. Das ist ein obwohl er komplett voll geschissen ist. Also das ist einfach ein Babyfeuchtung dann. Nachdem. Ja, ja. Ich meine, du hast gar kein Klopapier mehr, weißt du? Nein, das hat er jetzt schon. Das ist, er war eben nicht den Museum, also, hat er ein japanisches Klo gehabt. Also ich habe kein Klopapier gefunden, ich habe das einfach auf meine Hand da und habe nicht gewusst, was ich da arbeite. Ich hab geschert, hast du Popo. Fein ist das. Ach so, das wissen wir nicht auch. Der Gerhard hat uns wieder mal aufgeklärt, jetzt wissen wir es. Also, statt Feuchtücher gibt es sowas. Ich glaube, wir haben wirklich da, weil das jetzt macht. Apropos, haben wir schon bei der Cognac-Geschichte sind. Also, Hans ist ja so ein alter Schnapsbesteller.
Wir sind da gerade dabei, also wer gehen wir auf die Scheit da? Werfen wir auf den Whisky, dann werden wir beim Kochen. Das Sackel liegt am Boden. Ja, aufpassen, mein gutes Ikea-Sackerl. Jetzt fahre ich gerade ums Kreis auf und dann habe ich nur noch eine Sichung gesehen und jetzt liegt der Sackel am Boden. Also Hans, stell uns einmal da einen edlen Schnaps vor, den was du da bestellen willst. Ich schaue gerade im Online-Shop, weil der Gonz hat ja auch sein bestes Stück ausgepackt, also seine beste Flasche. Nur, dass wir es jetzt richtig verstehen. Ja. Und sagt, da muss ich aber mithalten können mit dem. Und jetzt schauen wir mal da, was da so gibt. Aber nochmal der Liter da 3000 Euro. Und dann, der Preis ist aber aufsteigend. Und ich habe mir gedacht, der würde passen für uns. Ja? Nicht der Preis? Nicht der Preis für 8000 Euro? Alter, nicht der Preis, Alter. 7900 Euro, Alter. Was ist denn das? Das ist ja nichts. Ja, okay. Da haben wir gleich einen Wandel. Das bin ich im Minus. Aber das geht eh. Ein halber Monatslohn beim Zahnarzt. Schau, und ich hab sogar Kosten. Ja, Versandkostenfrei. Ja. Schau her, passt schon. Fuck, Fibul! Bezahlen mit Amazon. Geht schon. Ein paar Leute haben mich überdruckt. Ja, und was geht? Was geht? Ja, die ja. Die Fahrzeuge. Nein, da muss was Besseres geben. Ich meine, um 8000 Euro, da muss was geben. 10.000 Euro. Man, 7.900 Euro ist ein Vogel, man. Wir brauchen auf der Lammatte natürlich was Gescheites. Also, da ist schon was mit 15.000 rein. Ja. Jetzt schauen wir mal. Mit Lammatte hat er extra einen Warenkorb einmal angefüllt. So ein Klacksfirm. Das Beste vom Besten haben wir gedacht. Schauen wir mal, wir haben da einmal Martell Olle Artecin und für nur 10.299. Dann habe ich mich entschieden für den Amel Bogen Moa 52 Yo Aston, was weiß ich, irgendwas. Aston Martin, Alter! Aston Martin, ja, ist ja wurscht, wie er heißt. Aston Martin, Ark! Das ist ein gutes Treffer. Hast du da einen Geld-Cheat, der nicht, Alter? Da steht ja nur Nena. Schau mal auf den Rabatt. Was man ich da spare, da kann ich nicht nein sagen. Da ist natürlich noch. Die Gesamtsumme 164, also ja, ein bisschen Tränkgeld dazu, 165.000 Euro, das passt schon. Und da mal gleich einmal bezahlen mit Payball. Direkt zu Payball. Hä? Geht eh schon los? Ja, hat er abbucht. Scheiße! Also, danke an die Frau. Jetzt haben wir das Spiel gestartet. Und. Die ganze Wiege hätte ich noch schnell schauen. Da war es ein Knopf mehr aufgetaucht. Nein, ja, das ist ein Rasierschaum, oder? Ja, ja, sie hat das gesagt, das ist kein Rasierschaum. Ja, hat er geheißen, hat er zuerst gesagt? Ja, ich hab geglaubt, das war ein Vierschaum. Ach so, das ist für. Das ist zum Scheißen, oder? Ach so! Sag ich mir jetzt erst! Warte, kämpft wieder! Da wollten mir die Chicks gerade so umstellen! So viel Blödheit! Also, das hätte ich jetzt wirklich von mehr geglaubt, aber. Dass das der Hans macht! Also, nachdem. Dass wir das Problem noch gelöst haben mit dem Rasierschaum da, Hans zuerst. Können wir jetzt endlich einmal loslegen? Die Pizza ist auch unterwegs, ja. Da sind wir halt auch spät dran. Wie spät ist denn? 8. 8, Alter. Wir haben noch nicht einmal gegessen und gespült. Aber ich hab's damals gestartet. So schaut das aus, ja. Age of Mythology. Schaut nicht schlecht aus, muss ich sagen. Natürlich kann man da lauter so Göttertiere holen oder weiß ich nicht, was das ist. Und ja, jeder kann sich da seine Fraktion aussuchen. Nordisch, Griechisch, alles mögliche, Ägyptisch, alles gibt's. Alles könnt sich aussuchen. Ja, wir haben die erste Partie gestartet und jetzt stellt sich das vor. Also man, Echtzeitstrategie, ja. Aber dass man sowas überhaupt. Echtzeitstrategie schaut anders aus. Oder? Ich kenne mich überhaupt nicht aus, um was da geht. Oder? Oder? Schaut sich den Scheiß einmal an, da muss man hupfen. Ja, Frechheit. Da bin ich mit dem Händler, der auf einer Insel. Und dann drücke ich da auf ein. Und dann fällt der Hund da irgendwo rein. Ja. Das hast du schon mal gesehen, ne? Bei der letzten Mal hat das ein wenig anders ausgeschaut. Geri! Hast du zu viel Popo schon erwischt, oder? Was soll der Scheiß? Nein, das hat der Meier gesagt, ich soll das Mode eh tun. Der ist schuld. Also, dieser Mann ist schuld, ja. Ich will da jetzt kein Zampon reinspielen oder irgendeinen Scheißdreck spielen. Ey, wieso soll ich nicht leicht umspielen? Ich will da jetzt irgendwelche Viecher losschicken können. Was ist los, oder? Das ist bitte der beste Jumper, was du jemals gespielt hast. Wo bin ich denn überhaupt?
Lächeln, hast du gehört? Einmal lächeln, Junge. Es geht um einen, der hat abgetragen und dann wieder. Das hilft gleich nur auf ihn. Das. Dann haben sie da oben. Er liegt auch noch unten. Das ist so. Ja, weiß nicht, was ich da verholen soll. Das ist mit Abstand das geilste Spiel, das ich gespielt habe. Genau das richtige. Das geilste Spiel. Für einen Hahn. Das hat der Meier vorgeschlagen, ja. Das ist richtig geil. Der Meier, der hat er sich. Und hat ihn eh endlos schon mal gefunden. Der Meier kann es, ja. Das kriegt von mir 12 von 10 Punkte das Spiel. Das ist ein Wahnsinn. Das ist scheiße, ja. Allein die Kerbenschauung. Hat ihn endlos schon mal gefunden. Der Hans geht da früh ab. Genau das richtige Fähren. Meier. Habt ihr den Endbusch gefunden? Das ist immer das Wichtigste. Der Meier mit dem Schnauz auf der Seite. Also hat den, hat den Endbusch schon wieder gefunden, Alter. Jump and one. Jetzt musst du mal programmieren, außer keiner aus so einem Spiel, Alter. Jump and one. Hardcore. Hans. Jawohl! Da Checkpoint. Den schaffe ich, den Checkpoint. Ja, Alter. Da war ich aber schon angefangen. So. Geiler Reißer. Jetzt, Alter. Ich bin noch nie so gefeuert worden beim Spiel. Jawohl! Ja, ich bin auch da. Nein, ich bin runtergefallen. Ah, Scheiße. Wie hast du das geschafft, Gonzo? Dann kommst du zum Checkpoint. Also die Lage ist folgendes. In Titaner Höhe. Und die erste Partie geschwitzt du uns. Ich bin hey. Hey. Und wer natürlich hat wieder überlebt? Die zwei da. Du, Hansen, der kommt jetzt zu dir. Der Titanenschmiede. Ja, was ist überhaupt? Ja, mehr, hat ich keinen Sinn. Die war. Was heißt das? Das kann sein, Alter. Da vernichte. Tapman Page am Montag ist heim. Jetzt holen wir sie einmal einen Standard in Memphis, oder? Der Motherfucker ist unterwegs. Memphis. Oder zu wem willst du gehen? Zum Gömmungen. Zum Gömmungen? Ja, das von mir geht. Der hat was Pflicht, der war schon. Sondern zu wem willst du gehen? Ja, geh zum Gömmungen. Wo ist der Gelbe? Der Gelbe ganz links. Nein, der Grüne. Oi, da greift er noch. Steh da, der Grüne. Du, ich will jetzt. Du gehst da mit den Tanz Gelb und ihr bleibt stehen, da müsst ihr nicht. Kämpfen. Du hast da gehört zu Gelb, ja, du hast zu Gelb. Scher, du bist gerade da. Der Gelb ist da. Also, zu dir zu nehmen? Ja, du darfst nicht gehen. Ja, sieh ich noch gar nicht. Wieso ist das für dich aufgedeckt? Ja, ich bin hier. Weil er hat gerade bei mir einen Haufen Leute umgeschickt, der hat sich das nächste Grün gehört. Jetzt gibt's keine Party, hey. Jawohl, du bist richtig. Auf zwei Gäste kommst du noch mit. Ja, wer geht auf, gerade auf. Norden. Noch Norden mehr. Jawohl, da bist du und da kommt jetzt das. Ey. Ah, ich schon. Nichts. Jawohl, ich schenke ihn eh mehr. Besorgt sie noch. Jetzt, ja, schwenk den Ding, hey. So, und, erst ist es. Du bist nichts. Jetzt ist es. Ach so. Ja. Und, jetzt ist es. Es ist da. Geh mal los, geh mal sauer, was? Die lehnen wir mal zurück. Da zählt man, weil hier gibt es das Zentrum da. Ja, da war der Fackerl. War das gescheit, oder was? Da ist das Zentrum. So wie es ausschaut, macht es der Motherfucker komplett alleine. Will mehr so nimm bei. Geht um. So, meine Lieben, es war wieder eine harte Nacht. Gekämpft haben wir bis zum Anfallen. Und Hans hat sein Popo-Game auch weggebracht vom Gesicht. Ein bisschen juckt du es jetzt noch. Es juckt. Es juckt ein wenig, hat er gesagt. Aber dafür ist er ziemlich weich wie ein Babybubu. Ja, auf jeden Fall. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.
Viert euch! Bye!